Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19. Wir sind hier zurück auf der App Store Friday mit dem lieben Florian. Ein wunderschönen. Leider noch allein. In Zweitbesetzung, aber ab der hoffentlichen übernächsten Folge funktioniert das Ganze, wenn wir endlich hier zu dritt sind. So, ich habe mir schon meinen Steuer reingesetzt und mit dem Dreschen sind wir soweit hier auf der Nummer 2 fertig. Und wir werden jetzt gleich mal loslegen und das Zeug verkaufen, weil wir haben keine Hühner oder irgendwas ähnliches, was davon profitieren könnte. So, ich habe schon mal das Hängerchen, beziehungsweise auf dem Monitor im Steuer drin, habe ich jetzt schon mal die Hänger eingestellt, so die sich ja so in den Kommentaren gewünscht, habe ich jetzt auch gemacht. Dann haben wir hinten nochmal die Plane drauf, wunderbar. Und dann könnte es eigentlich schon losgehen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo denn. Und wir, genau, wir haben Precision Farming mit drauf genommen, also. Ja, da gibt es auch noch ein bisschen was zu tun und noch ein bisschen reinfuchsen in die ganze Thematik. Ich habe Gersche gelandet, das heißt Gerschen bringt. Bei dabei war 529, aber wir haben auch noch 8000 Liter im Lager, das heißt, die hole ich auch mal ganz kurz schnell fix ab. Weil das können wir ja doch gebrauchen, ne? So. Der Philipp ist weiterhin fleißig jetzt demnächst am Ballen fressen, wahrscheinlich, oder? Ja. Oh, falsche Seite. Ja. Du könntest es natürlich auch mit der Front ankuppeln, aber ob es so angenehm wäre, ich weiß nicht. Darüber doch. Lässt sich streiten. So, jetzt muss ich nur gucken, wo ist denn. Ah ja, ich weiß sogar, wo unser Silo am Hof ist. Da hinten, wo ja das Silo für. Ach, was ist nochmal? Ist da hinten der Schweinestall? Ich weiß es gar nicht. Tut mir leid, aber muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ist das jetzt der Schweinestall ist? Aber ich glaube schon. Ja. Was ist denn jetzt passiert? Hast du dich verbremst? Hm? Hallo? Lebst du noch? Hier steht ein Glas. Ach so. Den hast du gefunden. Der ist leer, warte. Wie ist denn das Röhrchen? Ah, da ist das Röhrchen. Kann ich dir schon zurückgeben? Okay. Nein, weil wir haben noch ein Feld zu dreschen. Den müssen wir noch da lassen. So, ja, Gäste. Wunderbar, oh Scheiße. Wir müssen nur ganz kurz. So. Jetzt hat was die ganze Sache. Da können wir jetzt eigentlich schon mal losfahren zu Baiwa. Holz sind wir auch nicht ganz geworden. Naja, cool, cool. Oh. Die Baiwa ist. Ich hab Ballen mitgenommen. Oh. Bin die Baiwa? Ich sehe nichts beschriftet. Molkerei. Tankstelle. Ah, da ist die Baiwa. Ah, da weiß ich, wo die ist. Ja, okay, die ist gar nicht so weit weg von uns. Das passt eigentlich gleich. Wunderbar. So, dann können wir eigentlich schon loslegen hier wieder. Und dann mal hinfahren, ne? Oh. Oh. Ein Schlückchen nehmen hier. Vorne müssen wir dann gleich rechts. Ne, kommt nichts, wunderbar. Dann können wir hier ohne Bedenken rausfahren. Wo macht man denn den ein? Hm? Die vorne die Gabel. Ich glaube mit Z normalerweise. Glaube ich, hatte jetzt auch schon lange nicht mehr im Einsatz. Aber es ging auf jeden Fall mal mit Z, also kann man Autoload ein- und ausschalten, glaube ich. Ich bin auch im richtigen Weg, oder? Wow. So, hier vorne muss ich dann gleich irgendwo rechts rein, ne? Setz schon mal einen Blinker, ein bisschen abbremsen hier. Ja, hier geht's rein.
Normalerweise, wenn alles richtig ist. Ja, das müsste eigentlich bei was sein. Normalfall. So, können wir mal kurz hier halten. So. Achso, da kann ich abkippen. Warte mal, da muss ich ein U. Ah, stopp. Falsche Seite. Immer noch falsche Seite. So. Jetzt hat. Macht die richtige Seite. Kann hinten den Jockel nochmal einstellen. So. Dann müsste eigentlich auch. Achso, ja. 7000. Ja. Ja, doch, war ich gar nicht mal so schlecht. Muss man schon sagen. Konnte nee, sich sehen das lassen. Das ist eine richtig gut übersichtliche Stelle hier. Muss man sagen. Also, wenn es in echt so ist, dann oh, Halleluja, ne? Aber dann müsste normalerweise irgendwo so ein Spiegel sein. Weiß nicht, ob ihr den kennt, ist halt so ein Spiegel, der halt dann an so Ecken angebracht ist, damit man sieht, ob von der anderen Seite was kommt oder nicht. Weil es einfach nicht, weil die Stelle ist einfach so eine gute Glückssache. Ich fahr jetzt einfach mal raus, mal gucken, ob was kommt oder nicht. Ist nicht so optimal. Müssen wir gucken, ich weiß jetzt gar nicht, ob das andere Feld jetzt schon reif ist oder noch nicht. Ja, da kann man nicht mehr rein, schade. Haben wir den Schwung nicht mehr ganz mitnehmen können, aber gut. Was wollen wir eigentlich denn mit dem Strohballen machen? Wollen wir die auch verkaufen oder? Ja, aber ich bin gerade dabei. Auszufinden, wie man das einschaltet. Das müsst ihr irgendwo in F einstellen. Wenn du die Gabel ausgewählt hast. Steht's aber nicht. Doch, müsste eigentlich. Bin mir fast sicher. Also stand immer mal drin. War ich der Meinung. Also, Gabel ist ausgewählt. Es steht dran, mit O Frontlader Werkzeug zu klappen, mit X Ballenposition ändern. B legen. Warte mal, Ballenposition ändern X. Nee, ich glaube, da kann der nur ändern, ob Rund- oder Quaderballen, oder nicht? Ja. Ah, B war's. Wow. Habe ich doch gesagt. Das muss da stehen. So, können wir mal stehen bleiben. Ganz reif ist es tatsächlich noch nicht. Deswegen spulen wir jetzt mal minimal Stroh. Ich muss ganz kurz gucken, ob das Ding jetzt an ist oder nicht. So, jetzt ist es an. Können wir die Zeit mal ganz kurz ein bisschen hochhauen. So, ich spule jetzt wirklich nur so, dann warten wir mal ganz kurz. Weil die müsste ich kurz. Ah ja, genau, da ist der Reif, wunderbar. Ah, da ist er schon, der Drescher. Oh, den hast du schon bereit gefahren. Ja, ja. Das schau mal nicht, du. Oh, Handbremse drin. Handbremse drin wird schwierig. Ja, da lohnt sich auf jeden Fall rauf und runter fahren. So. Ach, würde das nochmal nachwachsen, so im Umfahren? Schaut so aus, ne? Könnte man fast meinen. Ja, hier haben wir Weizen. Okay, haben wir safe auch noch was im Lager. Soweit ich weiß. So. Ganz kurz gucken, wie ich hier am besten drehen kann. Da steht eine Birke im Weg.
dann doch nicht ganz so vorderlauft. Warte mal, du hast gerade gesagt, da liegt eine stehende Birke im Weg. Oder? Weiß ich. Hab ich nicht gesagt, da steht eine Birke im Weg? Ach so. Also wäre ich ja, jetzt der Meinung gewesen, ich muss dann nochmal nachgucken, aber ich war eigentlich schon der Meinung. Ich bin der Meinung, ich hab gerade gehört, da liegt eine stehende Birke im Weg. Kann natürlich auch möglich sein. Ja, puh. Ich bin heute um 5 Uhr aufgestanden, Alter. Halt mal schon ein bisschen müde jetzt. Oh, das war ein bisschen knapp vor der Wand, aber geht noch. War alles im grünen Bereich. Dann fahren wir dann gleich nochmal einmal um. Und dann haben wir unsere Vorgewinne schon gezogen. Ja, auf einer Seite zumindest. An der anderen Seite, da brauchen wir jetzt noch nicht reden. Oh. Vielleicht war da ein Stein. Aber nur vielleicht. Da kann man jetzt gleich mal GPS einstellen und gleich mal die Bahn hochziehen. So. Steuerung wie? Ja, ist natürlich jetzt. Und falsch, so. Die Breite. Stimmt sogar noch. Dann kann es eigentlich hier losgehen. So, wunderbar. Funktioniert doch alles. Ja. So, das heißt, wir sind ein bisschen am Dreschen. Ah ja, du hast auch schon gut was weg da drüben. Mhm. Mal kurz nachgucken, aber normalerweise. Ja, doch, war jetzt nochmal ohne 12.000 Liter. Bin mal gespannt. Ah, oh, wir haben eine Insel drin, okay. Da kommt mir von irgendeiner anderen Karte noch bekannt vor. Hm. Was denn? Ein Sturmmast in der Mitte vom Feld als Insel. Hm. Hm, wo man war kann. Das wohl? Also, ich weiß es nicht. Echt jetzt? Nein, Entschuldigung. Okay. Boah, hab mal grad gedacht, eieiei. Hätte schon vergessen, wo es diesen Sturmmaschen gab. Beziehungsweise fast zweimal gab es ihn ja sogar. Einmal am Rand und einmal auch so ungefähr wie jetzt. Wir haben, glaube ich, sogar noch gar keine Mietkosten zahlen müssen, oder? Nö. Nee. Doch, am Anfang. Ja, okay. Ja, ich meine aber wegen Vorspulen. Nee. Fahren wir nochmal rückwärts hoch. Ja, hier gibt es auch noch ein paar schöne Felder, muss man schon sagen. Darf man was sagen, ja. Ich sag's mal so. Stehen bleiben kann das Johnny. Mhm, aber. Ja, nee, meine ich ja, wenn ich stehen bleiben kann, dann schon nicht. Ach so. 40 km/h, zwei Ballen vorne drauf und vielleicht ein bisschen in der Kurve gefahren. Ja. Lebt noch alles?
Also ich meine ja nur. Schwierig. So. Das war rückwärts. Hm. Ich würde sagen, ich fahre dir gleich weg, oder? Ja. Und gibt es da meist der Geld? Stein liegt auch, ja. Wir sind ungünstig, aber gut. Stroh. Nun, wo gibt's da meist? Fällt so much. Ah, okay. Ja, die können immer Stroh brauchen. Wo ist die? Warte. Pferdezucht war's. Ah, da, oder? Ja, da Pferdezucht. Wir kennen sie in die Pferdezucht. Pferdezucht, da ist es gefunden. Bei Feld 43 in der Nähe von unserer Wiese 80. Ah, ja, da hab ich's. Bei der 58 ist da anliegend. Ja, hab sie. Okay. Und jetzt GPS-Bahn läuft's, okay. Vielleicht müssen wir dann doch ein bisschen eine höhere Arbeitsbreite einstellen. Dann machen wir da, wenn ich unten bin. Ah, da sehe ich dich vollgepackt, Längsdüsen. Oh, oh Gott. Alter. Was ist? Das war schon gut in Schieflage. In der Kurve. Ich hab nicht gemerkt, ich bin in der Sicht. Der war so gut wie umgekippt. Der ist auf zwei, in der Kurve ist auf zwei Reifen gefahren. Alter. Oh, geil. Ich war nein, ich hab nicht gesehen. Ja, ich dachte mir schon, oh Gott, jetzt liegt er auf der Seite. Aber nee, er hat sie wieder gefangen. Ich hab doch gesagt, der Johnny kann dort. Ja. Eine. 5,3. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Kommt das dann eh gleich raus? Einmal die Bahn ansetzen. Komm ich hier rum, Kurve? Langsam aber reinfahren. Gerade so. Oh, cool. Ja, das passt schon wieder. Das vorher, ja, fand ich ganz so. Was steht eigentlich im Dingens drin? 5,1 Service. Genau, die Arbeitsweise ist immer ein bisschen breiter als ich angegeben. Und wir brauchen doch. Oh, sorry. Für Precision Farming brauchen wir doch. Oder für die Bodenproben nehmen brauchen wir genau dieses Gerät hier. 17.000 kostet das heilige Scheiße. Kann man dort ganz einfach einen. Bräuchten wir immer noch einen kleinen süßen Traktor zum Ranhängen. Hm, mal gucken, ob wir da was Schönes finden. Es gibt einen Gator mit 3 Punkten. Ja, nee, ich will. Nee. Ich meine eher einen kleinen Traktor im kleinen Traktorbereich, so um die 40-50 PS. Der kostet 23.600, der schon voll mit drauf, gell? Ich weiß, aber nee, bin ich nicht so der Fan von, muss ich sagen. Doch, finde ich schon geil. Ich kauf den. Ja, genau. Ja, ich kauf den. Nur mal gucken, können die Zuschauer auch mit entscheiden, ob lieber ja. Den Gator oder was anderes. Oh, geht's immer. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig fahre oder falsch. Ich war gerade in Außenansicht. Das hat eine Kurve ganz schön gut mitgenommen. Hast du gemerkt? Oh! Oh nee. Oh nee. Soll ich F11 machen? Oder geht's noch hier? Ich stehe noch. Okay. Also ich sag's mal so. Oder nur noch, oder stehst nur noch du? Der Spiegel ist kaputt. Oh. Ja, okay, das geht ja noch. Den kann man ja noch reparieren.
Aber der Drache ist schuldig drauf. Oh. Ja, warte, ich komm. Der Hänger liegt auch, oder? Vielleicht ist da was passiert. Okay. So, so. Ist nee, brauche ich nicht, ich stehe schon wieder. Also, ja, gut dann. Ist natürlich auch schon, wenn sie die Probleme so lösen. Aber ich muss nein! Wo bist du denn? Wo bist du denn hingefahren? Ich weiß es nicht. Bist ja komplett falsch. Geht ich da, weiß. Geht ich überhaupt gehofft, nicht. Geht lang. Du musst. Geht da ein Weg längs? Ich kann es halt nicht erkennen, ne? Hier geht auf jeden Fall, weil irgendwo muss der Zufahrt geben. Ich hab's gerade noch so gesehen. Eieieiei. Hallo, hallo, hallo. Nicht weiter rollen hier. Nein. Mal schauen, vielleicht wirklich hier hinten genug. Nein. Nein, ja. Bin ich ein Vogel. Hm. Mal schauen, vielleicht habe ich ja genug Gewicht hinten drauf. Hm, warum, was passiert? Ich krieg den Hänger nicht aufgestellt. Achso. Oh oh, oh no, oh no, oh no, oh oh. Geht nicht, sagst du. Nur so kann ich stehen lassen, das geht nicht. Mach mal kurz den starken Power ein. Ja, geht mal. Nicht. Ist an. Hab's mir schon gedacht, dass es nicht geht. Haben wir die Stange mit drauf? Glaub ja. Ja, haben wir sogar. Haben wir mit drauf. Neue Gewichte. Dann müsstest du vielleicht mal ganz kurz kommen. Bye. Ah, nee, oder? Ist das Ding Tank leer? Tank leer. Oh, Mann. Warte. Ja. Ungünstig. Sagen wir so. Ungünstige Lage. Aber ich weiß gar nicht, ob das in der heutigen Folge noch mal so. Wir sind jetzt schon bei 23 Minuten. Ich habe einen Stall gefunden. Ich nehme den mal, ne? Ja, okay. Ja, nehme ihn. Kann er mit dem Drescher ranfahren. Aber Schrott den Fall nicht. Nein! Nicht, dass es so passiert wie mit Johnny. Total Schaden. Das ist kein Totalschaden, der hat euch leck gepackt. Mann. Ich kauf da mal eine Stange, ne? Mhm. Haben wir meinen Johnny mit drauf? Hm? Haben wir meinen Johnny mit drauf? Also deinen dicken? Ja. Nee. Hast du gerade eine Stange oder? Ich würde gern, aber ich kann nur. Nur eine? Die B-Variante. Ja, das ist bei mir auch, das backt irgendwie rum, keine Ahnung why. Da kauf ich halt die. Ich glaube, das ist ja auch kein Unterschied, das sind doch alle die gleichen, oder nicht? Doch schon, doch, es gibt einen Unterschied. Gewicht, bei den einen kannst du Gewicht hinzukonfigurieren, so. Bei den anderen nicht. Ach so. Stimmt, da war unten im Wagen, ne? So.
und reden. So, dann dürfen wir uns fürs Zuschauen der heutigen Folge auch schon wieder bedanken. Wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf kaufen, falls ihr nicht getan, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der App Store Heidi im LS19. Und vielleicht sogar mit dem dritten Mitspieler. Gut, ja, bis dahin wünsche ich mir allen einen wunderschönen restlichen Tag. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.